Servus bei Vulkan TV. Auch in dieser Woche waren wir wieder für Sie in unserer Region unterwegs und haben interessante Beiträge vorbereitet. Folgende Themen darf ich Ihnen jetzt präsentieren: Caldera-Jahrgangspräsentation in Kornberg, neuer Gewerbepark in Grabersdorf, Eröffnung der Kursaison in Bad Gleichenberg, eine neue Folge von Schnell gefragt und eine neue Ausgabe von Auf Schleichwegen unterwegs. Im Meierhof zu Schloss Kornberg fand die diesjährige Jahrgangspräsentation der Caldera Mostproduzenten statt. Die 7 Obstbauern feierten dabei auch das 10-jährige Bestehen der Gruppe. 7 Obstbauern und seit 10 Jahren eine Botschaft. Unter diesem Motto stand die Jahrgangspräsentation der Caldera Mostproduzenten, die dieses Jubiläum auch ordentlich zu feiern wussten. Mit Fackeln zogen sie glorreich im Meierhof ein. Um dann auf der Bühne die 10 Jahre Revue passieren zu lassen und langjährigen Wegbegleitern zu danken. Der Ort der Feier kann als Back to the Roots bezeichnet werden, denn in der Nähe in Auersbach hatte vor 10 Jahren alles begonnen. Ja, wir sind eine bunte Mischung. Wir sind also vor Ort, also relativ 20 Jahre bis 70 Jahre jetzt beieinander. Wir haben uns einfach so zusammengefunden, weil wir gesagt haben, wir wollen das Gleiche. Wir wollen einen guten Caldera machen und bei uns ist es so und das macht ja eben die bunte Mischung aus. Jeder ist für einen gewissen Teil zuständig und bringt sie da ein und das ist eben gut für die Gemeinschaft. Die Pioniere des steirischen Mostes küren auch jedes Jahr einen Caldera-Paten, der als Botschafter des Obstweines agieren soll. Dieser Titel wurde heuer Vulkanlandobmann Josef Ober verliehen, der mit jeder Menge Caldera und einem Gedicht, vorgetragen von der Mostkönigin Cornelia die Erste, beschenkt wurde. Er revanchierte sich bei allen Caldera-Produzenten mit Vulkanland-Urkunden und versprach, seine Rechte und Pflichten als Caldera-Pate sehr ernst zu nehmen. Es ist für mich eine besondere Auszeichnung, weil vor 10 Jahren diese Idee entstanden ist, aus unserem Most etwas Neues, Innovatives zu machen. Und die 7 Caldera-Bauern haben das verwirklicht. Und das ist für mich schon eine große Auszeichnung, dass wir diese Qualität erreicht haben und ich für das Jahr 2014 sozusagen der Pate für die Caldera-Bauern sein darf. Die vielen Besucher konnten sich an diesem Abend durch 23 ausdrucksstarke Caldera-Sorten kosten. Für beste begleitende vulkanländische Kulinarik sorgte Schlosswirt Raimund Bammer. Die Ursache für die Vielfalt an Mostsorten liegt in den fruchtbaren Böden der Region, sowie in der perfekten Kellertechnik und im Ideenreichtum der Produzenten. Ja, also das eine Kriterium ist einmal der Zuckergehalt, der Restzuckergehalt. Wir teilen ein in trocken, halbtrocken und lieblich. Und das zweite Kriterium sind die Apfelsorten selbst. Es gibt also Moste aus neuen Sorten, die sind eher leichter, eher fruchtiger. Und die alten Sorten, die haben halt etwas mehr Körper und sind auch etwas intensiver. Höhepunkt des Abends war die Weltpremiere des Caldera-Songs, live interpretiert von den Caldera Boys. Zur Musik der Rolling Stones verkündeten sie lautstark Evil Lieber an Caldera. Und wer gar nicht mehr nach Hause gehen wollte, konnte beim abschließenden Caldera-Clubbing mit DJ Peter noch bis in die frühen Morgenstunden feiern. Wenn Sie übrigens wissen wollen, wo der Bartl den Caldera holt, auf calderamost.at findet man die Adressen aller Caldera-Produzenten. In Grabersdorf bei Gnas haben findige Investoren einen energieeffizienten und ressourcenschonenden Gewerbepark errichtet. In diesem neuen Zentrum will man Landwirte und junge, innovative Unternehmer als Mieter gewinnen. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Solarel GmbH. Nicht zu übersehen sind die 6 riesigen Hallen am Ortsende bzw. Ortsanfang von Grabersdorf in der Nähe von Gnas. Der neue Gewerbepark soll der Energievision der Region entsprechen und für Mieter und die unmittelbare Umgebung billigen Sonnenstrom liefern. Auf die Dächer der 6 Gebäude wurde eine fast 9000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert, die Strom für mehrere hundert Haushalte produziert. Dieser Strom soll in naher Zukunft
Die Gebäude sind gerade in der Fertigstellung, vor allem den Mietern zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Diese Anlage hat eine Leistung von 1,2 Megawatt, das heißt 1200 Kilowatt Leistung. Ja. Die wirft in einem Jahr 1,3 Millionen Kilowattstunden ab. Ja. Das sind 1,3 Megawattstunden, ja, und das entspricht ungefähr eine Daumenrechnung, wenn ein Haushalt ca. 4000 Kilowattstunden verbraucht im Jahr, ja, würden wir mit dieser Anlage ca. 300 bis 400 Haushalte komplett versorgen können mit Strom. Der Gewerbepark liegt bewusst nicht an einer Hauptverkehrsader, ist aber aufgrund seiner Zielgruppe trotzdem ideal gewählt. Denn die Mieter sollen einerseits Landwirte sein, die Lagerraum für Veredelungsprodukte benötigen, und andererseits Jungunternehmer mit kreativen Ideen, bei deren Konzepten sich die Gewerbeparkbetreiber im Einzelfall sogar beteiligen wollen. Der Gewerbepark ist eigentlich aus dem Grund hier angesiedelt worden, weil es das System Regionalwirtschaft Plus verfolgt. Hier, es soll in der Region bleiben, es soll hier die Arbeitsplätze geschaffen werden, es soll hier die Energie geschaffen werden und auch die Hallennutzung auch hier den Leuten zugutekommen. Das ist eigentlich der Grund. Und da kann ich nur noch mal Danke sagen an meine Partner, die diese Philosophie auch mit unterstützen. Die Gebäude mit 8000 Quadratmeter Nutzfläche wurden in nur 4 Monaten errichtet. Die Solaranlage ging nur einen Tag vor dem Ablauf der Solarförderungsfrist in Betrieb. Insgesamt wurden 2 Millionen Euro investiert. Außerdem ist die Bauweise so gewählt, dass die Kraft der Sonne optimal genutzt werden kann. Gleichzeitig aber kein Grund und Boden verschwendet wird. Für die Politik stellt diese Investition eine echte Stärkung der Regionalwirtschaft dar. Also hier wird eine neue, mit dem Regionalwirtschaftsmodell, eine neue Ära eingeleitet, die hier stattfinden muss. Man kann mit diesen Ressourcen nicht nach Schwechat fahren und das dort destillieren. Das ist zu aufwendig, sondern das muss hier in der Region passieren, und damit ist ein wesentlicher Grundstein gelegt. Dazu braucht man wiederum Energie, und auf diesen Gebäuden erzeugen wir Energie, und darunter sind die hochwertige Veredelung. In den Baukörpern sind Produktions- und Lagerflächen im Ausmaß von je ca. 1000 Quadratmeter zur Miete oder zum Kauf vorgesehen. Entsprechend dem Konzept von Regionalwirtschaft Plus soll dieser Gewerbepark künftig für eine Belebung des regionalen Wirtschaftskreislaufes sorgen. Weitere Informationen findet man auf der Homepage von ökorent.at. In der Thermenregion Bad Gleichenberg wurde die Kursaison 2014 eröffnet. Die traditionsreiche Gemeinde blickt dabei auf 180 Jahre Kultur zurück. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen der Tourismusverband Region Bad Gleichenberg. Die Eröffnung der Sommerkonzerte verwöhnte die Gäste mit musikalischer Vielfalt. Zur Feier wurden Kur- und Thermengäste sowie Einheimische in den prunkvollen Mailandsaal geladen. Zur Feier 180 Jahre Kurort Bad Gleichenberg zog auch die Stadtwache Feldbach ein. Von einem Trommelwirbel angekündigt, bot das Thermenland Bläserensemble den Auftakt. Durch das Programm begleitete der Musiker Andreas Gieferl. Zu den Klängen schwebten auch die Kneefrauen und Herren über das Parkett. Die Zuhörer wurden auf eine charmante Zeitreise entführt. Dies weckte auch die Vorfreude auf das traditionelle Biedermeierfest. Dabei erstrahlt Bad Gleichenberg vom 13. bis 15. Juni in nostalgischem Flair. In einer Reihe von 17 Kurkonzerten in den Monaten Mai bis August findet sich so manches Highlight. Damit beginnen wir jetzt einen Reigen der Kurkonzerte, wo wir an jedem Wochenende jetzt bis Ende August über 18 Konzertveranstaltungen spielen werden. Ein dichtes Programm bis hin dann in den Spätsommer hinein, mit dem wir unsere Kurgäste unterhalten wollen. Ein ungarisches Trio führte die Gäste mit Csárdás-Klängen in die Volksmusik ihres Landes ein. Dabei wurden mit der Geige ausgefallene Akzente gesetzt. Die Bürgermeisterin der Thermengemeinde blickt der kommenden Veranstaltungsreihe mit Spannung entgegen. Eine Operette mit romantischem Theater am 13. Juni hebt sie als empfehlenswertes Schmankerl hervor.
Ja, besonders stolz macht es mich, dass wir eben im heurigen Jahr 180 Jahre Kurort Gleichenberg feiern dürfen und feiern können. Und dieses Jubiläum hat die Gemeinde Bad Gleichenberg auch zum Anlass genommen und Gott sei Dank ist es uns auch gelungen, dass wir zeitgleich zum Jubiläum unseren neuen Hauptplatz eröffnen können. Bad Gleichenberg hatte ja bis dato keinen Hauptplatz, kein wirkliches Zentrum, obwohl sich in dem oberen Bereich, in der oberen Brunnenstraße auch früher, vor 180 Jahren schon, das große Leben im Kurbereich abgespielt hat, haben wir jetzt mit der Errichtung des neuen Hauptplatzes eben dieses Leben wieder ins Zentrum geholt. Den besonderen Abschluss des Konzertes gestaltete die Familienmusik Blasel. Unter dem Namen Sortenrein gaben sie Wiener Melodien zum Besten. Mit einem abwechslungsreichen Programm sorgten sie für einen abschließenden Höhepunkt des Konzerts. Ich bin heute Kavalier In diesem Sinne kann man sich bereits mit großen Erwartungen auf die Vielfalt der Kurklänge in Bad Gleichenberg freuen. Nun schalten wir in eine kurze Werbepause. Gleich im Anschluss geht's dann weiter mit einer neuen Folge von Schnell gefragt und auf Schleichwegen unterwegs. Bleiben Sie dran! In Harmonie mit effektiven Mikroorganismen. Zu diesem Thema finden von Freitag, dem 16. bis Sonntag, dem 18. Mai im Vulkanland die internationalen Tage der effektiven Mikroorganismen statt. In Nestelbach im Ilztal erwarten Sie dazu internationale Begegnungen, Infostände, ein Marktplatz, Exkursionen und viel Information über einen erfolgreichen Einsatz von effektiven Mikroorganismen. Von 16. bis 18. Mai in Nestelbach im Ilztal. Weitere Infos finden Sie im Internet auf vulkantv.at und auf multikraft.com. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die VulkanTV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Nun erwartet Sie wieder eine neue, interessante Folge von Schnell gefragt. In dieser Woche haben wir Sie natürlich zum Muttertag befragt. Unser Schnell gefragt wird von diesen Unternehmern unterstützt. Wie sieht bei Ihnen zu Hause der Muttertag aus? Naja, der Muttertag schaut bei uns so aus, dass wir uns in der Früh treffen, zum gemeinsamen Frühstück und dann eine Torte essen und dann geben wir alle der Mama Geschenke. Die Schwiegermutter kriegt ein Geschenk von uns, ist klar. Und wir kriegen ein Geschenk für unsere Kinder, meistens im Rahmen eines großen Frühstücks. Ich bin alleinerziehende Mutter eigentlich und mein Sohn ist 14 Jahre und er hat gesagt, er macht ein Menü für mich. Also als erstes stehe ich, mein Bruder und mein Papa auf, richten ein Frühstück und alles, Kaffee. Dann weckt man schenkmütlich die Mama auf, damit sie nichts zu tun hat, kommt sie gleich oben, frühstücken. Dann fahren wir aber essen hin. Und am Nachmittag gehen wir spazieren, Eis essen. Also am Muttertag ist ganz besonders, dass mir meine Kinder das Frühstück richten und dass ich das diesmal nicht machen muss, gell Jakob? Und dann ist schon Riesenaufregung und Riesenspannung, weil dann gibt es Gedichte und Geschenke und die Mama muss nicht kochen und kriegt Blumen, so wie sich's gehört. Meistens ein Frühstück im Bett, soweit es geht. Da weiß der Papa oft auch nichts davon. Dann schimpfen sie meistens, weil die Breseln liegen bleiben. Ja, also gemütliches Beisammensein mit den Eltern und es wird heute daheim gekocht, gescheit gegessen und hat ein bisschen gefeiert. Meine Mama kriegt ein Frühstück und dann kriegt sie ein Geschenk und es war eigentlich der Muttertag. Also es
steht ganz im Sinne von ihr. Da viel Süßigkeiten kaufen. Für ihn jetzt? Für die Mama? Für die Mama. Okay. Du noch was sagen? Ja, die Mama mag am liebsten, glaube ich, Schokolade. Okay. Also wir feiern mit der Familie, machen der Mama schönes Frühstück und dann gibt es halt Geschenke zum Mittag. Mhm. Eine Überraschung werde ich bestimmt kriegen. Ja, das könnte sein. Ja, grillen tun wir mal sicher und Blumen werden sicher auch ausschauen. Also wir machen daheim in der Früh mal Frühstück für unsere Mama. Gibt es irgendwas Besonderes, was du für die Mama machst am Muttertag? Das darf ich nicht verraten, das ist eine Überraschung. Oh, das stimmt. Und eine Woche später? Ja, eigentlich normal. Also wir helfen schon mit, aber halt keine Geschenke oder so mehr. Also das ist dann schon nur Muttertag. bei uns ist es so, am Sonntag kocht meistens meine kleine Schwester. Also hat die Mama eigentlich sonntags nie was zu tun. Tja, da ist dann die Welt dann wieder etwas anders. Da wird die Mama dann wieder die Spiegeleier machen. Dann sind sie auch nicht verbrannt. Na, eigentlich ist es auch so ähnlich, weil Muttertag ist bei uns eigentlich immer, wenn die Kinder heimkommen. Und sonntags kommen ziemlich alle immer heim, ja. Ich tue der Mama nicht mehr helfen. Und bei dir? Ja, also ganz anders da. Ja? Ja. Beispiel? Das Frühstück selber machen wieder. Ja. Also. Da darf ich wieder selber kochen. Auch leider eher Routine, aber wir werden dann eh oft nur daran erinnert, dass wieder Routine ist. Ja. Und dass das schöner wäre, wenn es halt nicht so ist. Aber wir bemühen uns. Ja, bei uns ist es eigentlich ziemlich ähnlich, dass jeden Sonntag eigentlich zusammen gegessen wird. Mhm. Aber eigentlich sonst da unter der Woche immer. Also ist bei uns eigentlich Alltag, ja. Man tut ganz lieb sein, aber Geschenke gibt es keine mehr. Es kommt darauf an, wie viel Zeit wir gerade haben und was gerade daheim so los ist, aber wir unternehmen sonntags meistens immer irgendwas gemeinsam. Also. Nein, ein bisschen anders. Ein bisschen vorm Rand schauen und dann normal wieder weiter. Okay. Alltag. Ganz normaler Alltag. Mama, Essen, passt schon. Jetzt geht es mit einem neuen Beitrag von Professor Hans Schleich weiter. Er war für Sie wieder auf Schleichwegen unterwegs. Auf Schleichwegen unterwegs wird von diesen Unternehmern unterstützt. Ja, ich bin heute in Auersbach bei Tankred Strohmeier. Du bist Mitglied des heraldischen Vereines, oder wie das heißt, Feldbach. Das heißt genau, heraldischer Kreis Feldbach. Feldbach. Aber du bist bekannt als einer, der wirklich die Heraldik beherrscht und auch fehlerfrei beherrscht, weil das ist, ja oft, das ist ja oft sehr schwierig, ein Wappen zu erstellen, und du hast bereits tausende Wappen gezeichnet. Wie bist du dazu gekommen? Ja, mein Vater, der war eigentlich Bauingenieur und bei der Landesregierung beschäftigt, der hat sich für Genealogie interessiert, also Geschlechterkunde. Und dazu gehören auch die Wappen so nebenbei. Und da hat er immer schon Wappen gezeichnet. Und ich habe es ihm bemalt, weil er hat mit Farben nicht besonders umgehen können. Er war ein sehr guter Zeichner, aber Malen hat ihm nicht getaugt. Jetzt habe ich ihn das für ihn gemacht. Und so bin ich langsam in die Heraldik hineingekommen, habe mir das von ihm abgeschaut und auch dann Literatur besorgt und mich selbst jetzt gebildet. Nicht? Und dann auch beruflich war ich dann Hauptschullehrer für bildnerische Erziehung und Werkerziehung. Später dann Schuldirektor. Später dann Hauptschuldirektor und nebenbei Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Akademie für Werkerziehung. Aber es ist ja bekannt, der Adel hat natürlich immer seine Wappen gehabt, aber in der letzten Zeit ist ein bisschen in Mode gekommen, dass auch das Bürgertum sein eigenes Wappen haben will. Kann jeder ein Wappen haben? Es kann grundsätzlich jeder ein Wappen haben. Das ist schon seit dem Mittelalter so gewesen. Und
wenn man denkt, der Rothschild, der hat einfach ein rotes Schild als Wappen gehabt. Und das war ein anerkanntes Familienwappen und ist heute auch in seinem Adelswappen drinnen. Und jeder, der ein gewisses Vermögen hatte, also die besseren Familien, die hatten in der Regel Wappen, weil sie mussten auch siegeln. Es hat früher ja nicht diese Kautschukstempel gegeben, sondern es ist mit Siegellack jeder Vertrag besiegelt worden. Und dadurch hat sich die Notwendigkeit ergeben. Und so haben Bürgerliche genauso Wappen geführt wie Adelige, halt ohne den Titel. Aber die Heraldik unterliegt ja gewissen strengen Grundsätzen, dass sie stimmt auch. Allein wenn man nimmt, was ist für ein Wappen überhaupt ausschlaggebend? Für ein Wappen ist ausschlaggebend einmal die äußere Form. Die muss eine Schildform haben, damit es dann ein Wappen ist. Kann man das irgendwo zeigen? Ja, also. Ja. Hier haben wir hier zum Beispiel ein Wappen mit einer gewissen Schildform. Schildformen gibt es verschiedene. Die können unten spitz sein, unten rund sein. Also da gibt es verschiedene Stile. Ja, wie da? Wie das zum Beispiel, das ist zweimal rund unten zum Beispiel. Also grundsätzlich, es muss ein Schild sein. Mhm. Dann der nächste Teil eines Wappens, hier ist es ein Vollwappen. Also Vollwappen besteht aus dem Schild, aus dem Helm, aus der Helmkrone, dem Helmkleinod und den Helmdecken. Da ist es schon interessant, bei der Helmkrone, da gibt es diese Perlen drauf. Ja, das darf man nicht verwechseln. Die Helmkrone ist eine rein heraldische Krone, die den Helm schmückt. Und die Rangkrone ist wieder was Extras, die zeichnet das ist eine Rangkrone. Da ist zum Beispiel oben die Helmkrone und da unten ist die Rangkrone, die direkt auf dem Schild aufsitzt. Und das ist ein Grafenwappen eines kroatischen Grafen und die hat 9 Perlen. Und 9 Perlen stehen für den Grafentitel. Und wenn da zum Beispiel 5 Perlen oben wären? Wenn 5 Perlen oben sind, das ist dann auch eine Adelskrone und die hat der untitulierte Adel. Zum untitulierten Adel haben früher gehört in der Monarchie die Herren von Müller von Mülheim zum Beispiel, dann Karl Ritter von Geger und ja, alle, die halt nicht Freiherren waren. Interessant ist auch dieses Wappen, das scheint mir verhältnismäßig einfach im unteren Bereich. Das ist die Urform eines Vollwappens. Und zwar sehen wir hier einen Dreieckschild, so wie ihn die Ritter damals im Kampf tatsächlich verwendet haben. Und das hier ist ein sogenannter Topfhelm. Der ist direkt auf den Schultern aufgesessen. Das ist ein Helmbausch. Und hier sieht man noch deutlich die Helmdecken. Helmdecken, das ist eigentlich ein Tuch. Und dieses Tuch, das hat dazu gedient, den Helm im Winter vor der Kälte zu schützen und im Sommer vor der Hitze. Also wenn die zum Beispiel im Heiligen Land mit einem eisernen Helm aufgetreten sind, da wäre ihnen ja das Hirn herausgebrannt. Das Helmtuch da ist verhältnismäßig einfach und da ist es ja so verziert. Hier sieht man noch, dass es ein Tuch ist. Ja. Und dann hat sich das herauskristallisiert, dass die das zerrissene Tuch dargestellt haben. Also im Schwertkampf wurden die Helmdecken oft verschließen. Das heißt, die sind dann in Fetzen heruntergehängt und dann hat man aber nicht die Helmdecken weggeworfen, sondern die Helmdecken, die waren ja ein Teil einer siegreichen Schlacht zum Beispiel. Also hat man sie dann nicht als Fetzen herunterhängen lassen
und hat sie künstlerisch stilisiert. Das sind also zerrissene Halmdecken, die man künstlerisch gestaltet hat, ornamental. Ganz wichtig sind auch die Formen, glaube ich, ja, wichtig. In der Heraldik. Gell? Ja. Und wenn man das da hernimmt, wie ist das mit den Farben? Was kann aufeinander gesetzt werden? Also grundsätzlich gilt eine eiserne Regel, nie Metall auf Metall, also Metall ist gegen Gold und Silber. Also ein silberner Stern auf einem goldenen Boden wäre das wär unmöglich. Unmöglich. Ja, das wäre unmöglich. Und es geht nur Metall auf Farbe oder auf beiden Formen. Wenn man da sieht, Silber auf Blau und Rot. Richtig, der Stern ist Silber auf Rot und der ist Silber auf Blau. Und dann bei den Helmdecken ist auch Folgendes. Es wiederholen sich die Farben des Schildes bei den Helmdecken. Das heißt also, dass hier ist ein Schild, den nennt man gespalten, also von oben nach unten. Und dann hat man die Helmdecken auch gespalten, auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite rot. Und grundsätzlich gibt es einen Außenteil bei den Helmdecken, der ist immer in Farbe. Und einen Innenteil, der ist immer in Metall, entweder Gold oder Silber. Und wie nennt man dieses Gehörn da oben? Dieses Gehörn, das nennt man Büffelhörner. Und das ist eigentlich nicht so, dass man glaubt, dass der hat Büffel gezüchtet, sondern das ist ein alter Ausdruck. Und Büffelhörner sind ein sogenanntes Hilfskleinod. Also Hilfskleinod dient nur dazu, um die Farben aufzunehmen. Umstritten ist die Darstellung des Feldbacher Wappens. Das ist die alte Form, glaube ich. Das ist die alte, urkundlich bestätigte Form des Feldbacher Wappens. Ja. Und zwar war Feldbach Eigentum des Landesfürsten. Und dadurch den Banter steirischen Banter drinnen. Da diese Wellen... Ja, heraldisch wird Wasser durch einen sogenannten Wellenbalken dargestellt. Und das ist ein Symbol für Wasser. Und der Fisch ist? Und der Fisch, der wird wahrscheinlich mit der Rab irgendwie im Zusammenhang hängen. Und das heutige Feldbacher Wappen ist ein bisschen verfälscht. Das ist etwas jünger und scheinbar ist damals, wie das Wappen entstanden ist, hat man dieses alte Wappen nicht gehabt. Also man hat im Archiv herumgesucht, wahrscheinlich hat man dann das zweitälteste gefunden und das ist insofern heraldisch unglücklich, als es einen Fisch enthält, der grundsätzlich im Wasser ist und im Himmel. Das heißt also, es ist der sogenannte tote Fisch von Feldbach, weil nur tote Fische schwimmen auf dem Wasser oben. Und das Wasser ist dann natürlich dargestellt, das ist in der Heraldik völlig unmöglich, sondern das wird durch Symbole dargestellt. Und dort ist das irgendwie wie ein Sumpfwasser, nicht so ein bisschen getönt. Was ist das hier? Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur dazu sagen. Ja, bitte. Und dann hat man das Wichtigste nicht oben, das ist das steirische Wappen. Wenn man zum Beispiel Fürstenfeld hernimmt, die haben zwei sehr starke Symbole drinnen. Den steirischen Panther und den Bindenschild, rot-weiß-rot. Und das Feldbacher Wappen hat nichts. Was ist das für ein Wappen? Das ist das Wappen der steiermärkischen Landstände. Das ist aber noch der alte Panther, der ist ja heute ein bisschen anders. Aus allen Körperöffnungen, heißt es in der Wappenbeschreibung, kommt Feuer heraus. Das ist noch die alte Form, ja. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat irgendeine Abgeordnete das als unsittlich empfunden. Und dann wurde das abgeschafft und der hat dann nur mehr aus dem Maul und aus den Ohren Feuer. Das ist ja an und für sich kein Panther, das ist ja ein Fabeltier. Es hat Stierhörner, hat eine Löwenmähne, hat Krallen unten, Zotteln hinten. Also ist an und für sich ein Fabeltier. Es ist ein reines Fabeltier, weil ein richtiger Panther, der würde ja Flecken haben. Nicht? Also das ist ein katzenartiges Raubtier
Und das ist er nicht. Das ist so schwer. Ich muss es umlegen. Ja, und du bist ja auch Mitglied von zwei Ritterschaften, oder wie man das nennt. Das sind die Landsknechte und die Weinritter. Ja. Und bei den Weinrittern hast du eine besondere Funktion. Ja, bei den Weinrittern habe ich ein Amt, und zwar, ich bin der erste Herold der Weinritterschaft und leite das Heroldsamt in Eisenstadt. Und da gibt es für beide Ritterschaften gibt es Uniformen, und die schauen wir uns vielleicht da drüben an, weil die hängen da. Ja, bitte. So. Was ist das jetzt da einmal? Was ist das für ein? Das ist also ein Ordenssymbol, und zwar ist es der Grad Iudex Divino. Das heißt also Weinrichter. Die Uniform? Und das ist also ein blauer Blazer mit dem Wappen. Der Weinritter? Der Weinritter, ja. Also da dreht sich, und was ist das da oben? Das da oben, das ist das Wappen des Hauses Habsburg. Und das ist insofern wichtig, weil Otto von Habsburg war damals der erste Protektor der Weinritter. Das heißt also, der Weinritterorden ist der einzige Orden, der vom Haus Habsburg legalisiert ist. Und heute ist der Protektor der Karl von Habsburg. Und das ist jetzt, wo gehört das dazu? Das ist die Landsknechttracht, das ist der Trachtenrock der Landsknechte. Die wird mit diesem Helm. Dieser Helm gehört dazu. Der gehört dazu. Den musst du aufsetzen dann. Im Dienst, ja. Also es, wie schaut das aus? Das schaut dann so aus. Und dann? Gehört dazu noch die Hellebarde? Gehört dazu eine Hellebarde, ja. Und ein sogenannter Katzbalken. Wo haben wir den? Aha, das ist der. Das ist der Katz, kann es rausziehen. Ja. Kann man das rausziehen, ja. Das ist das typische Landsknechtschwert. Und zwar wichtig ist charakteristisch diese Achterform, eine breite, kurze Klinge. Und die sind also von den Landsknechten im Innenkampf verwendet worden gegen die Ritter. Ja, eine interessante Geschichte. Über die Landsknechte werden wir eine eigene Sendung einmal drehen. Trotzdem danke dir für deine Informationen. Das ist ja nur eine Überschrift gewesen, weil es ist ja viel komplizierter, die Heraldik, als wir besprochen haben. Danke. Und danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und nicht vergessen, am Sonntag ist Muttertag. Das Vulkan-TV-Team wünscht allen Müttern einen schönen und entspannten Muttertag. Und wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Sendung wieder mit dabei. Auf Wiedersehen.